Ich habe euch vor genau 3 Tagen ein Video gemacht, um euch vor dem zu warnen, was jetzt halt eben passiert ist. Der Markt ist extrem gedroppt. Metaspieler, OP-Spieler, alles geht gerade den Bach runter. Also hier könnt ihr sehen, wie der Markt wirklich komplett nach unten gedroppt ist. Und das ist eben deswegen so, weil die ganzen Leute eben schon teilweise die Weekend League fertig gespielt haben, teilweise ihre Sachen sogar schon verkauft haben und weil natürlich Road to the Knockout Team 2 kam. Das heißt, es kam extrem viel Supply wieder auf den Markt. EA hat wieder Special Packs rausgehauen, 50k-Sets und was auch immer, und dadurch ist der Markt runtergegangen. Das Ganze war aber wirklich vorherzusehen. Ich habe euch ja empfohlen gehabt, dass ihr eure Sachen eben verkaufen sollt, dass ihr Spieler wie eben, also die Metaspieler verkaufen sollt, aber eben auch jetzt Spieler wie Adeyemi und Tchoukmeni und wen auch immer, also so Spieler, die overpowered sind für den Start. Solche Karten solltet ihr ja einfach alle verkaufen im besten Fall. Natürlich habt ihr dann auch gesagt, hey komm David, mit welchen Spielern soll ich aber dann Weekend League spielen? Also ich zeige euch mal ganz kurz, welche Spieler ich jetzt meine. Ja, die sind wirklich alle krass nach unten gedroppt. Wir haben hier einen Rashford, der ist auf 178.000 Münzen. Der war natürlich hier auf 230 circa. Ist auf 178 runter. Schauen wir mal auf den stündlichen Graph. Das ist wirklich, Freunde, hier, ihr könnt euch das selber anschauen. Das ist wirklich... wow, das ist geisteskrank. Ich habe meinen Rashford tatsächlich selber auch noch, weil ich ihn einfach spielen möchte. Das heißt, wenn ihr eure Sachen nicht verkauft habt, ist halb so wild, Freunde. Die ganz krassen Metaspieler werden jetzt nicht noch unfassbar weiter droppen. Also ein Rashford wird jetzt nicht auf 100k droppen, ein Varane wird nicht auf 50k droppen. So krass werden die nicht droppen. Aber vor allem diese OP-Karten, da habe ich euch ja gesagt, hey, haut die bitte raus. Und wirklich, die Preise sind auch extrem eingebrochen. Auch das war zu 100% vorherzusehen. Ich habe euch da sogar TikToks und YouTube Shorts und was weiß ich alles dazu gemacht. Hier eben auf 8k gewesen, Tchoukmeni, zack, jetzt auf 3k. Ich kann euch das 100 mal zeigen. Ich will jetzt aber auch nicht zu sehr in der Vergangenheit schweben. Wir schauen uns gleich ein Investment an. Ich möchte euch nur ganz kurz auch noch den guten Adeyemi zeigen, weil der halt wirklich ein krasses Beispiel ist. Und da habe ich euch im letzten Video wirklich gesagt, hey Leute, der bleibt sicher nicht bei 25k. Ich verspreche euch das, ich gebe euch mein Wort. Ihr könnt wirklich meine Hand ins Feuer legen, weil das war einfach so vorherzusehen. Der war viel zu teuer. Ja, der ist gut und der hat einen geilen Playstyle, aber ja, der war auch viel zu teuer, der gute Mann. Also ich hoffe einfach, ihr seid wirklich früh genug rausgegangen. Wie gesagt, es ist auch nicht so schlimm, wenn ihr Karten behalten habt. Also vor allem diese Meta-Karten, also richtig gute Karten. Das ist nicht so schlimm, weil wie gesagt, ein Rashford zum Beispiel wird nicht so krass droppen. Deswegen habe ich den jetzt auch noch behalten. Also der wird sich auch wieder einpendeln auf 190, 200k. Diese Spieler, genau das wollte ich auch noch dazu sagen, das habe ich jetzt vergessen. Diese Spieler, diese ganzen krassen Spieler, also wirklich heftige, wie Mondi, wie Varane, wie zum Beispiel eben Rashford. Diese Karten werden tendenziell vielleicht sogar am Montag nochmal leicht nach oben gehen. Ob die jetzt morgen und übermorgen weiter droppen, also Samstag und Sonntag, das denke ich schon, also vor allem auch Sonntag, weil die Leute dann ihr Weekend League Team und so sellen. Aber so am Montag ist es oft so gewesen, dass jetzt zum Beispiel eben, ja, beispielsweise ein Rashford, der ist dann wieder einfach nach oben gezogen am Montag und dann wieder weiter gedroppt. Also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, hey komm, ich habe voll viele Metakarten, was mache ich jetzt? Ich wollte die eigentlich alle noch verkaufen, ich wollte Son noch verkaufen, ich wollte Leao noch verkaufen. Ah, jetzt habe ich das alles vergessen. Was sollt ihr dann machen? Ich würde euch dann empfehlen, entweder ihr verkauft halt jetzt einfach und sagt, hey komm, Verlust ist da. Wobei kommt drauf an, wann ihr eingekauft habt. Wenn ihr früh eingekauft habt, dann habt ihr ja eh keinen Verlust gemacht. Oder ihr sagt halt, hey komm, ich hoffe einfach Montag, vielleicht gehen die Preise wirklich nochmal schön hoch und dann verkaufe ich Montagabends. Also das kann ich euch sonst noch empfehlen. So, und dadurch, dass der Markt aber so gedroppt ist, sind natürlich auch die Rated-Spieler gedroppt. Und Freunde, das ist ein Segen für alle Leute, die noch nicht investiert haben. Leute, nehmt euch diese Karten mit. Nehmt euch 84er unter 1,2 mit. Nehmt euch 85er unter 3,6 mit. Das ist ein mega guter Preis. Bitte, Freunde, tut mir den Gefallen und investiert einfach in diese Karten. Holt euch von jedem 84er eine Karte. Holt euch von jedem 85er eine Karte. Holt euch von jedem 86er unter 6,7 eine Karte. Diese Preise sind unschlagbar. Schaut euch bitte mal an. Wirklich, der Licht beispielsweise jetzt hier haben wir auf 8k gehabt die letzten Tage, der war sogar schon mal bei 8,5 und der ist einfach heute auch nochmal wirklich drastisch nach unten gedroppt. Und wirklich solche Einkaufspreise, Freunde, werdet ihr
ganz, ganz lange nicht mehr bekommen. Also tut mir den Gefallen und investiert. Ich verspreche euch, ihr werdet, wenn ihr die Spieler 1 bis 2 Wochen haltet, zu 100% Profit machen. Nur, dass ihr jetzt hier auch mal den Vergleich habt, ja, De Ligt gerade 86er auf 67. Wie gesagt, ist ein geschenkter Preis, würde ich zu 1 Milliarde % investieren. Wir haben hier, und übrigens, ich sage das selten, gell, ich sage selten hier, komm, investiert jetzt, macht unbedingt, macht, weil oft kann man ja nicht in die Zukunft sehen, aber Freunde, 86 für 67 ist ein Geschenk, ist wirklich ein Geschenk. Schaut euch an mal, was zum Beispiel bei Thiago Silva am Anfang der Fall war. Der war am Anfang hier, 7. Oktober, ja, da war der hier schon, zack, bei 13.000 Münzen, Freunde, 13.000. Und am Anfang hier auch irgendwie auf 67k, das ist krass. Also war ich auf 13.000, dann sogar auf 17.000. Wieso? Weil da eigene SBCs, beziehungsweise einfach allgemein heftige SBCs gekommen sind. Und ja, jetzt gerade ist es so, der Fall passt. Es ist jetzt hier diese Team of the Week SBC gekommen und hier ein bisschen was. Aber auch das ist zum Beispiel Leihplayer-Pick und der ist aber nicht so spannend für die Leute. Die Leute wollen hier nicht reingehen und sagen, hey komm, ich mache jetzt hier ein Leihplayer-Pick mit Icon, da habe ich 24 Spiele, das macht keiner, ja, da werden Ratings gebraucht, aber ja, das machen halt auch nicht so viele Leute. Dementsprechend sind die Rateds nicht gestiegen. Wir haben hier Team of the Week Upgrade, muss ich ehrlich sagen, eigentlich ein heftiges Pack, da hätte ich mir schon erwartet, dass die Rated-Spieler ein bisschen nach oben steigen. Ich wollte gerade euch die genauen Dings zeigen, also was man genau bekommen kann, ich glaube, das kann man aber hier auch irgendwie nachschauen, oder? L3 Bonusvorschau, genau. Team of the Week 1 bis 3 sozusagen kann man hier ziehen. Und 85er oder höher braucht man einen und 83er braucht man insgesamt als Rating. Ich finde, die ist okay, die SBC, aber sie ist nicht wiederholbar, so wie ich das gerade sehe. Genau, und deswegen sind die Spieler auch nicht so gestiegen. Also ich hätte mir gedacht, sie ziehen vielleicht ein bisschen an, aber vor allem, weil die nicht wiederholbar ist, sind sie nicht gestiegen, Freunde. Wir brauchen eine SBC, wo hier steht, passt Icon Player Pick tradable. Nicht tradable, Icon Player Pick wiederholbar. Sowas brauchen wir. Oder Team of the Week Upgrade, wiederholbar. Oder Road to the Knockout Upgrade. Irgendwie sowas. Oder irgendeine Wundertüte. Irgendwas, Freunde. Wir brauchen heftige SBCs. Das reicht noch nicht. Und wenn heftige SBCs kommen, dann werden auch die Preise von den Rated-Spielern steigen. Weil das Problem ist echt eben, wie gesagt, die sind nicht wiederholbar, die SBCs. Also diese Team of the Week Upgrade ist nicht wiederholbar. Ja, man kann eigentlich ganz gute Sachen ziehen. Können wir uns hier kurz anschauen. Also Lewandowski, Kane, Salah, Son, vor allem heftige Karte, eben Salah auch, und diese Karchaoui ist auch sehr, sehr heftig, Bellingham ist nicht so schlecht, Cancelo ist nicht so schlecht, also es sind an sich schon ganz okaye Team of the Week Karten da mittlerweile, aber jetzt nicht so, dass jetzt jeder die SBC macht und dadurch, dass sie nicht wiederholbar ist, zieht halt der Markt auch nicht so an. Aber Freunde, wie gesagt, investiert bitte noch in Rated-Spieler. Wir gehen das noch fertig durch. Und zwar hier, 87er sind tatsächlich schon am meisten gestiegen. Ich habe damals für 9k die mitgenommen, aber wirklich für 9,7. Freunde, das ist ein geschenkter Preis. Ich werde euch gleich noch zeigen, dass man die Spieler viel günstiger noch snipen und erbieten kann. Ich würde euch snipen am meisten empfehlen. 88er für 13k. Bitte investiert. 89er für 18,75. Könnt ihr unter 18 sogar bekommen. Und ansonsten noch hier Benzema und Kane, Freunde. Unter 30.000 Münzen. Ist ein Geschenk. Nehmt es einfach an und nehmt diese Spieler mit. 1 bis 2 Wochen halten, vielleicht auch 3 Wochen. Und dann habt ihr Profit gemacht. Also ich habe euch gerade gesagt, dass ich euch jetzt zeige, wie ihr die Spieler günstig bekommt, weil ihr seht hier zum Beispiel Bruno Fernandes für 13k eingekauft. Das ist ein absolutes Geschenk jetzt beispielsweise, aber ich zeige euch kurz jetzt, wie ich die Spieler einkaufe. Einfach, ich zeige euch jetzt einfach so anhand von, ja, von dem, wie ich es halt mache. Also ich tue jetzt nicht groß rum eiern, sondern wir gehen jetzt einfach hier drauf sozusagen. Cheapest Players by Rating müsst ihr da oben drauf gehen bei den SBCs. Und dann, ja, geht ihr halt die Spieler durch. Wie gesagt, jeden einmal mitnehmen. Das ist das, was ich euch am allermeisten empfehle. Mein Verein ist bummvoll mit diesen ganzen Karten. Und dann sage ich zum Beispiel, okay, Mead oder Mad oder wie auch immer habe ich jetzt noch nicht. Als Beispiel 87 habe ich nämlich noch nicht so viel eingekauft. Das heißt, die kaufe ich jetzt noch ein bisschen nach. Und sage ich jetzt hier 9,7, okay, passt. Schaue ich einfach auf den Transfermarkt, zack, alles in der Web-App, weil es viel, viel schneller geht, also Web-App immer besser, kann ich euch sehr ans Herz legen, dass ihr euch das angewöhnt, dass ihr hier reinschaut, und dann seht ihr eh schon, naja gut, 9,7 kostet die, für 9,6 kommt nichts rein, naja, passt, gehen wir unter 9,5 rein, snipen da kurz und dann wird da relativ schnell irgendwas kommen. So, da ist eine 9,5,
unkompliziert, passt, nehmen wir mit, haben uns 200 Coins beim Einkauf gespart. Ihr müsst überlegen, diese 200 Coins, die ich mir gerade gespart habe, mache ich nachher mehr Profit. Ganz einfaches Ding. Oder jetzt hier, wen habe ich nicht, ich weiß es nicht, Reiten zum Beispiel habe ich nicht, ist aber auch ein bisschen teuer noch, aber komm, wir probieren es einfach mal, Reiten, schauen wir rein, zack, 14k war glaube ich der Preis, ne? 14k, zack, schauen wir rein, okay, passt, kostet schon mal viel weniger als auf Footbin, kostet 13,5, das heißt, ich sage, ich gehe unter 13k rein, ich finde 13k für einen 88er Spieler oder Spielerin ist eben wirklich in Ordnung. Dann snipe ich hier ein bisschen. Kann auch mal dauern, Freunde, sage ich euch ehrlich. Kann auch mal, keine Ahnung, halbe Minute dauern, vielleicht sogar eine Minute, wenn es schlecht läuft, wenn keine Spielerkarte reinkommt. Aber früher oder später kriegen wir was. So, Geduld ist das A und O. 13k hat schon eine Minute gedauert gerade, aber auch das ist sehr, sehr fein. Und da ich eben, wie gesagt, 87er noch nicht so viel habe, gehen wir da auch noch rein. Ich weiß nicht, Kobel zum Beispiel habe ich safe nicht. Ja, wie gesagt, jeden nehme ich mir einmal hier mit. Und da schaue ich nach. 9,8, glaube ich, war der Footbin-Preis. Kommt hier schon rein für 9,6, Freunde. Und für 9,6 packe ich mir den doch in der Sekunde ein. Also auch wieder selbes Prinzip. Sniping-Trick. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, Freunde. Es ist sehr leicht, so Spieler einzukaufen, weil ihr kriegt die Spieler dann viel besser. Ihr müsst, ihr gewinnt fast jedes Sniping-Duell sozusagen. Und ihr könnt in die Frauen investieren, ihr könnt aber auch in die Männer investieren. Das ist an sich komplett egal. Hier Oberdorf für 9,5. Zack, nehme ich direkt mit. So investiere ich. Ich mache es jetzt auch noch direkt fertig, ganz ehrlich. Lavelle. Ja, nee, ich habe gar keine Coins mehr. Okay, ist alles investiert. Wir schauen uns ganz kurz meinen Verein an, damit ihr seht, dass ich eben versuche, wirklich breit zu investieren bei den Rated-Karten. Damit ihr übrigens euren Verein sehen könnt auf der Konsole, müsst ihr auf die Transferliste und dann auf L3 klicken, also auf den linken Stick einmal. Und dann könnt ihr das hier alles sehen. Also ihr seht, auf jeden Fall 89er habe ich einen kleinen Stock. 90er habe ich zum Beispiel noch nicht geholt. Und dann hier 88er einige. Ich habe natürlich Mertens mitgenommen als Investment. Ich habe mitgenommen Bonucci, ich habe Checo mitgenommen. Ja, 88er einige, 87er jetzt ein paar, 86er sehr, sehr viele und dann 85er auch sehr, 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 sehr viele. Also ihr seht, da ist wirklich alles schön gestockt und dann hier 84er passt, habe ich auch einige mitgenommen. Auch nicht alle, aber einige und 83er auch ein paar im Verein. Also das würde ich euch definitiv empfehlen. So, übrigens, Beckham ist geleakt, beziehungsweise der kommt halt in naher Zukunft, die SBC und es soll mit R9, ja, einfach R9. Ronaldo soll als SBC kommen, aber erst zu Future Stars. Aber das sind halt genauso SBCs, die den Markt dann extrem ankurbeln, weil wir brauchen gute SBCs, dass die Leute sagen, passt, diesen Spieler mache ich und für diesen Spieler hole ich mir jetzt die ganze 85er, 86er, weil ich muss die SBC abschließen. Zack, dadurch steigen unsere Karten dann. Und ansonsten hier noch Dynamic Duo ist auch geleakt, das wird reinkommen in FIFA. Jetzt schauen wir ganz kurz noch rein, Freunde, in zwei Karten, die ich euch als Investment empfohlen habe. Vielleicht erinnert ihr euch, vor 3 Tagen im Video habe ich euch gesagt, okay, passt, Road to the Knockout, Team 1, wie investiert man da? Ich habe euch das ganz genau pipifein erklärt, habe ich gesagt, passt, im Discord werde ich euch genaue Spieler nennen und da habe ich euch unter anderem Leimer genannt. Hier seht ihr den Preisverlauf, der war hier auf 160 ungefähr, ist nach dem Champions League Spiel oder zum Champions League Spiel brutal gedroppt, war hier eben auf 200, ja, war sogar auf 300k dazwischen, ist dann runtergegangen hier auf 160 und wir haben tatsächlich den Tiefpunkt hier schön erwischt und jetzt kostet der 182 aktuell und der wird im Laufe der Zeit bis zum nächsten Champions League Spiel konstant weiter steigen. So, und wenn ihr jetzt sagt, okay, der hat das gar nicht gepostet, doch Freunde, na klar habe ich das wirklich gepostet, im Discord geht es wirklich gut ab und das Feedback ist wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, noch nie hatten wir so viel positives Feedback. Also 99% mindestens der Leute sind brutal zufrieden und freuen sich einfach, dass die Methoden so gut funktionieren, die wir im Discord halt eben vorstellen und mit denen ihr halt dann auch Münzen machen könnt. Und ja, Leimer, sehr, sehr schön. Für 160 empfohlen hier. Kalulu für 129 empfohlen. Und da haben wir einen noch besseren Gewinn. Und zwar Kalulu ist auf 156 hoch. Der war zwischenzeitlich jetzt vorhin, glaube ich, schon noch höher sogar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Genau, der war hier auf 171, ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und diese Karten werden, wie gesagt, tendenziell zack
weiter nach oben steigen. So, und hier jetzt eben noch zwei Feedbacks, damit ihr einfach wisst, okay, passt, Discord ist wirklich gut. Das möchte ich euch einfach auch zeigen, um euch sozusagen unter Anführungszeichen zu beweisen, dass der Discord halt eben auch wirklich das bietet, was er verspricht. Ich kann euch fast gar nichts anderes machen oder sagen oder zeigen. Ich kann euch nur zeigen, eben ein paar Mal, wenn wir gut investieren oder so, wenn wir halt Gewinne machen oder wenn eure Gewinne zum Beispiel, kann ich natürlich auch zeigen, immer wieder in den Videos. Aber ich kann euch halt nicht die Methoden zeigen, weil wenn ich euch die Methoden zeige, dann bringt der Discord nichts mehr. So, und hier eben die Feedbacks. Also ich muss ehrlich sagen, danke für die Arbeit und die Liebe, die hier drin steckt. Sehr guter Discord, mit dem ich schon viele Gewinne gemacht habe. Bin gerne hier und bleibe es auch gern, absolut zu empfehlen. Also wirklich schönes Feedback. Und auch hier, ich setze zwar nicht jeden Trading-Tipp um, da halt manchmal die Zeit fehlt. Klar, kennt jeder von uns. Aber wenn ich es tue, also wenn ich die Tipps umsetze, dann sind es mehrere 100k, beziehungsweise sind möglich für den Preis, also eben für die 10 Euro im Monat. Eine unglaubliche Leistung. Bitte einfach weiter, so kann ich nur jedem empfehlen. Also das ist wirklich sehr schön zu lesen und wenn ihr natürlich auch reinkommen wollt, ist der Link in der Videobeschreibung. Ist immer verlinkt, ihr könnt da reinkommen, kostet 10 Euro im Monat, könnt ihr jederzeit kündigen. Ich denke, das ist eine kluge Sache, falls ihr traden wollt in EAFC beziehungsweise allgemein einfach viele Münzen haben wollt. Also wenn ihr eben in der Beschreibung da einmal draufklickt, dann kommt ihr hier zu der Seite, nur damit ihr das auch mal im Video gesehen habt. Also da könnt ihr das dann eben abschließen sozusagen. Ist ein Abo, aber wie gesagt, kann man jederzeit kündigen, macht euch da keine Sorgen. Und hier ja, steht nochmal, was drinnen ist im Discord. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr euch das holt, dann unbedingt hier einmal in den Discord gehen. Also das steht hier bei About oder beziehungsweise ihr kriegt auch eine Mail, wenn ihr euch das Ganze kauft. Und dann müsst ihr hier im Discord einmal rein und Patreon mit Discord verbinden, weil dann erkennt Discord automatisch, dass ihr euch das geholt habt. Und dann schaltet ihr alle Tipps frei und ja, könnt loslegen. Okay, Freunde, dann machen wir weiter mit dem Trading. Und das Ding ist, ich werde euch in den nächsten Tagen auch versuchen, mehr so Low-Budget-Trading-Methoden beziehungsweise allgemein schöne Trading-Methoden auf YouTube zu präsentieren. Jetzt eben in dem Video aber eher so ein Update-Video, wo ihr halt auch eben lernt sozusagen, ah okay, Rated-Spieler müsst ihr unbedingt investieren. So, das ist das Key-Learning. Und hier eben jetzt noch ganz kurz Team 2. Wann soll man investieren? Was soll man investieren? Das ist relativ schwer vorauszusehen, weil letztes Jahr kein Team 2 am Anfang rauskam. Aber ich finde zum Beispiel Modric, will ich einfach mal gesagt haben, ist schon sehr günstig, droppt aber gerade noch deutlich weiter. Also ich glaube nicht, dass das sein Mindestpreis sein wird. Also der wird schon noch weiter droppen. Und ihr seht hier einfach, dass er auch wirklich schön runtergeht. Aber ich finde eigentlich die Werte halt richtig gut. Das ist fast Hullet Gang, nur halt physisch nicht. Und Real Madrid wird halt safe weit kommen. Deswegen, der wird irgendwann eine 95er Karte sein oder was auch immer. Also der wird sehr schön nach oben gehen, glaube ich zumindest. Aber nicht für den Preis einkaufen. Müsst ihr noch abwarten. Aber ansonsten, wenn ich da Investments habe, poste ich die euch tendenziell in den Discord. Vielleicht auch als Video, aber tendenziell auf jeden Fall in den Discord. Cool, Freunde, und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wie gesagt, ich werde versuchen, euch die nächsten Tage auch so richtige Trading-Methoden noch mit an die Hand zu geben, wo ihr aktiv traden könnt. Da gibt es wirklich viele Sachen. Zum Beispiel gibt es eine Sniping-Taktik, die gerade sehr gut funktioniert, eine SBC-Flipping-Taktik, Icon-Flipping kann man gerade schon machen, machen ja auch die Leute im Discord schon, habe ich euch, glaube ich, gestern in die Insta-Story gepostet auch. Also es gibt viele Sachen. Ich selber trade auch mit Sachen, die ich euch eigentlich auf YouTube noch nicht so krass viel gezeigt habe. Muss mal schauen, wie viel ich euch davon zeigen kann und möchte, weil auch immer der Discord natürlich ein bisschen so exklusiv sein soll, ist eh klar. Aber auf YouTube sollt ihr nicht zu kurz kommen, das ist mir ganz wichtig. Deswegen auch heute hier direkt dieses Update, Freunde. Es ist 2 Uhr in der Nacht und ich hatte Match, ich bin komplett müde, habe gerade noch ein Video geschnitten und ja, jetzt bin ich hier und mache das Video noch. Also der Hustle ist real, Freunde. Ich gebe Gas für euch und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Ich hoffe, ihr könnt eure Coins jetzt sinnvoll investieren. Gut, ansonsten war es das mit dem Video, Freunde. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.